Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Da bin ich wieder, euer Zordan. Hier aus dem Herzen der Hexenmacht, sozusagen. Ja. Thema des Tages soll sein Wohnungsbau fürs Dreielbenland. Und aus diesem Grunde begeben wir uns erstmal ins Lager. Ignorieren die Keramik. Werfen ein Auge auf den Kies. Und auch ein großes Auge hier auf den glatten Stein. Den werde ich wahrscheinlich komplett verbrauchen. Für das, was jetzt kommt. Ich packe erstmal die Redstone-Fackeln hier wieder rein, die ich aus Versehen mitgenommen habe. Die Knochen in die Knochenkiste. Den glatten roten Sandstein, den hätte ich jetzt auch nicht mitnehmen müssen. Den packe ich dann einfach mal hier rein. Wie viel Sand haben wir? Nicht so besonders viel. Typisch. Wie viel Zement haben wir? Violett, eine Menge. Wie viel Batanga? Violett, ein bisschen was. So, wir brauchen aber andere Farben. Vornehmlich natürlich Hexenwachterfarben, blau und rot. Blau geht. Rot fehlt. Das heißt, wir brauchen Knochenmehl, wir brauchen viel Knochenmehl. Wir brauchen nämlich Rosen. Und dann müssen wir roten und blauen Beton herstellen. In Hoffnung, dass wir damit auskommen, aber wahrscheinlich auch das nicht. Oh, der Herr Bürgermeister ist da. Wollen wir jetzt aber auch gleich schön aufpassen. Aufpassen nämlich, was das Schlafen angeht. So. Das hat auch 64 Rosen ergeben und die geben 2×64 Farbstoff. So. Jetzt brauche ich ein Bett und leg das mal kurz hier hin. Hoppla. Und wo ich so neben den leckeren Kühen stehe, fällt mir auf, dass ich gar nicht mehr so viel... gar nicht mehr so viel Fleisch habe. Kann ich euch nochmal füttern, ja? So viel ist zum Füttern nicht da. Aber es sind reichlich Kühe vorhanden, also... Mit der Diebesklinge gehe ich ja sehr effektiv vor. Ich mich auch wundert, dass ich so viele Nebenstehende treffe. Habe ich hier so viel Schwungkraft drauf? Ja, das wird der Grund sein wahrscheinlich. So, das reicht doch erstmal wieder. Wir haben den Stall wieder ein bisschen ausgedünnt. Voll grausam. Rüstungen sind wieder heile. Ja. So viel Reparaturkram, ey. Wir gehen gleich mal hier in den Bräter. Leder ist oben. So, einmal die Lederkiste. Dann, ich brauche... Ist das das Maximum, was ich kriegen kann, ne? Das ist ja eine Menge. Shit. Jetzt der Sand nämlich alle. Und ich brauche ja auch nochmal für Blau. Eieiei. Dios mio. Muss Sand haben. Rot ist eigentlich oben. Ich brauche erstmal eine Baukiste. Ich bin ja völlig überfordert gerade wieder. Truhen. Zwei Stück. So. Ich meine, das ist super. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Sechsmal roten Batanga, also Zement erstmal. Ist ja schon mal gut. Wie gesagt, ich bin ja kein Freund von diesem Zeug.
Aber ich dachte mir, für den sozialen Wohnungsbau des Dreielbenlandes, den ich hier unten vorhabe zu machen, dafür ist es ganz richtig. Dann eröffnen wir doch erstmal da die Baustelle. Nee, ich brauche auch, vor allem brauche ich eine Schaufel, mit der ich viel Meter machen kann beim Sand abbauen. Und die ist ja fast hin hier, also muss ich mal ein bisschen reparieren. Das machen wir noch zuerst. Dann noch ein paar Steaks mitnehmen, so. Das habe ich sogar noch eine. Das ist auch eine mit Haltbarkeit, Effizienz 4, Behutsamkeit. Okay. Glück, Effizienz. Ich nehme mal beide mit raus, mal gucken, ob eine davon überhaupt noch bezahlbar, reparierbar ist. Ja, die kosten nur 3 mit der Behutsamkeit. Die kostet gleich 17. Ja, dann ist doch klar, welche wir nehmen. Haltbarkeit 3, Effizienz. Haltbarkeit und Effizienz haben sie beide das gleiche. Ja. Super. Für 3 Diamantos. Für einen Diamanten quasi, für eine Schaufel. Komplett neue wieder. Sehr gut. Die Axt ist auch bald hinüber, aber das ist. Ich kann mich ja nicht um alles gleichzeitig kümmern, würde ich sagen. So. Grobe Erde ist voll. Hier passt da was rein. Und ich habe noch ein bisschen Sprengstoff in der Tasche. Aber wo ich jetzt gerade hier noch unten bin und dabei bin, bevor ich die Baustelle aufmache, nehme ich nochmal 2 Blumenpötte mit. Die Pflanzenkiste, was haben wir denn da Schönes? Was Blaues. Was Rot, ich weiß gar nicht, ob die da reingehen. Wir müssen Mohn nehmen, weil ich glaube, die Rosen passen nicht in den Blumentopf. So, und zwar kurz ein. Versprechen wäre zu viel gesagt. Kurz eine Bitte erfüllen. Und zwar soll hier auf die Bühne von unserem Stadtschreier Karl Kain 1966, in dessen Residenz ich jetzt wunschgemäß Teppich in blau-weißem Schachbrettmuster verlegt habe, damit der gute Stadtschreier in seiner kleinen Residenzwohnung hier keine kalten Füße kriegt. Das ist ja jetzt nicht seine Hauptwohnung oder so, der hat ja auch in Hunsgrab noch einen Arbeitssitz. Aber wenn er hier ist, soll er ja auch irgendwie, ne, unterkommen können. So, machen wir jetzt hier nochmal Blumenpötte hin. Nächsten macht er blau und rot. Mond ist aber ein bisschen mickrig. Oder vielleicht doch hier vor? So, schon mal ein bisschen hübscher. So, haben wir das auch erledigt. Und einen Arbeitsschritt erledigt. So, jetzt will ich hier nochmal kurz gucken. Haben wir hier eigentlich in der Gesteinsbrennerei... Da sind nur... Ladevorrichtungen für Bruchsteinladungen. Aber ich glaube, fertige Sachen sind hier nicht mehr, ne? Geschmolzener. Nein. Geschmolzener Stein, keine mehr da. Das war das Schöne, muss ich sagen, am Schloss. Als ich Schloss Hammersholm gebaut habe, da hatte ich irgendwie selten Rohstoffsorgen, weil ich das super im Mikromanagement da alles ranschaffen konnte. Und mit der Gewohnheit bin ich jetzt hierher gegangen und muss jetzt feststellen, ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeug. Ich brauche noch einen Eimer, da wäre ich später wieder extra für gerannt. Wo sind die denn? Kessel, Trichter, Eimer, da. Weil wenn ich Batanga herstellen will, brauche ich natürlich Eimer. So, jetzt aber wirklich. Zur Baustelle hier unten, dem Sozialwohnungsbauprojekt Hexenwacht. Hier soll ein hohes Hochhaus hochgehen. Hm, warte mal, ich kann die ja auch hier, ne? Aber ich muss die auch jedes Mal hier wieder wegkloppen dann. Roter Beton sieht ein bisschen schweinchenrosa aus, oder? Findet ihr nicht?
Egal, wir machen jetzt erstmal hier die Baukiste hin. Das Buch mache ich mal wieder zu. Das war jetzt wirklich hilfreich, weil ich hätte sonst nicht gewusst, wie ich diesen Zement eigentlich herstelle. Und so war das doch echt eine große Hilfe. So. Ich brauche noch mehr Kies. Kann ich noch von oben holen später. So, jetzt ist erstmal natürlich die Idee, wie machen wir das hier? Das Feld soll natürlich erhalten bleiben. Da gehen die auch immer hin. Ansonsten soll dieser Wohnblock eigentlich im Prinzip diesen Bereich hier komplett einnehmen und hier so ein bisschen rübergehen. Also das, was die ehemalige Kapelle war, die kommt ja dann... Die ist ja nicht weg, die kommt hier oben ja in den Turm dann rein. Es war zwar eins der Urgebäude, aber jetzt auch nicht besonders schön. Na gut, was jetzt hier hinkommt, wird auch nicht besonders schön. Es wird nämlich ein Plattenbau. Aber... Das ist eben das Bestmögliche, was man machen kann, um den Leuten hier eine gute Unterkunft zu geben. Und die Frage ist nur, bis wohin machen wir den? Machen wir den so bis hier? Und dann hier hoch? Und dann darüber? Wahrscheinlich schon. Müssen wir hier erstmal lang. So, ist das hier schon mal... Oh, warte mal. Habe ich jetzt hier vielleicht gerade eine ziemlich geniale... Zementmachmethode gebaut? Ich meine, ich muss den immer wegkloppen, aber... Noch genialer wäre natürlich, das so zu machen. Der Länge nach so bis hier. Und erstmal hier alles weg. Tja, Leute. Das wird jetzt für uns beide hektisch. Ihr bekommt jetzt hier etwas hingebaut. Einen großen Wohnkomplex, damit ihr alle hier vernünftig unterkommen könnt. So ist der Plan. Muss ich irgendwann noch Sand holen. Jetzt muss ich erstmal schlafen gehen. Oder? Opa Zeron ist schon weg. Und auch das hier kommt weg. So. Und auch das hier, denn wir gehen hier, wir brechen ja komplett durch zur anderen Seite. Zum Eichinger Hof gibt es einen Zugang sozusagen. Von beiden Seiten kommt man dann hier auf dieses Gebäude drauf. Insofern werde ich doch einiges an glatten Steinen wieder hier zurückgewinnen können. Utsch. Ui, und Kies auch ohne Ende. So, nee, aber was hier jetzt die... Hier kann ich jetzt natürlich immer schön was rein. Den weg. So weit reicht der gar nicht, okay. Also bis hier kann ich das immer machen. So. Den wieder hin. Und Beton abbauen. Ja, so ist es ziemlich aufwendig und lästig. Wahrscheinlich gehe ich dafür dann einfach mal mit meinen Betonsachen in diese Zementfabrik von Hunsgrab und stelle mir den da her. Nach diesem Projekt werde ich vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr von der nötigen Erde haben. Hier, pass auf, dann kommt das doch erstmal alles. Alles, was mit Betanga zu tun hat, hier rein. Ich die jetzt gerade auf den Kopf gestellt habe, irgendwie. So, das kann oben in meiner Tasche verweilen.
Wo habe ich denn das andere Bett hingetan? Hm? Ist das irgendwo stehen lassen, das andere Bett? Na, ist doch egal. So, jetzt müssen wir mal... Jetzt müssen wir aufpassen, weil... Wenn ich das jetzt hier wegbaue... Rücken auch die ganzen Schafe raus. Das geht nicht. Warum verschwindet der da immer? Hm? Oh Gott. Hier werden Steine gefressen. Ich muss hier erst eine Lösung für dieses Gehegeproblem schaffen. Verfatzt euch! Alle! Das geht doch nicht. Was ist denn das? Kommt man so hier raus? Ja, kommt man. Oder? Nee, kommt man nicht. Okay. Das geht so. So, wartet. Jetzt muss ich die ganzen Schafe hier erstmal rüberlocken und die Dorfbewohner auch. Ihr seid hier viel zu viele. Ihr solltet hier alle gar nicht sein. Schafe zu mir. Dorfbewohner können natürlich rumrennen, das ist mir egal, aber die Schafe nicht. So, hier, restliche Schafe zu mir, hallo. Schafe, hier, ihr. Hier lang. Das ist ja eine lustige Musik dafür. Komm jetzt hier mal rüber. Los. Durch da, los. Weg. Mann. Das gibt's doch wohl nicht. Okay, Leute, wisst ihr was? Ach, ich kann doch auch nicht einfach laufen lassen, ist auch egal. Ja, da guckst du nicht schlecht, ne? Wir ruppen den ganzen Hügel hier weg. Wahrscheinlich nächste Folge auch noch, so wie das hier aussieht. Dieser ganze alte Berg, der hier schon seit meinen Anfangstagen steht, wird platt gemacht, damit ihr alle vernünftig wohnen könnt. Und Plusseite davon ist, ihr stürzt euch nicht ständig hier zu Tode, das macht ihr nämlich auch super gerne. Kommt ihr alle her? Seid ihr da irgendwo rausgekommen? Leute, kommt von dem Dach runter. Ich mein's ernst. Meine Güte. Es ist super dringend Zeit, dass wir hier was machen. Das ist eine richtige Dorfbewohnerkrise hier. Ich meine, die sind in Lebensgefahr, die Leute. Come on.
Macht euch von den Dächern runter. Guckt euch diese Überbevölkerung auf dem Moorbrücker Hof an. Das ist... so eine unglaubliche Nachwuchsmaschine, dieser Hof. Da lang zu gehen ist echt nicht... so habe ich mir das nicht vorgestellt, so war das nicht geplant. Au. Zumal auch sowas dann passiert. Oh. Nichts wie durch hier. Liebe Freunde, das kann noch ein längeres Abenteuer werden hier mit uns. Ich weiß noch, wie ich damals Bevölkerung rübergebracht habe hier. Komplizierte Bahnlinienverbindung darüber gemacht. Jetzt schaut euch das an. Ja, so geht's beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen, ne? Also insofern, den Rest dieser Woche, auch die Sonntagsfolge, werden wir wahrscheinlich hier damit erstmal verbringen, diese Baustelle vorzubereiten, bevor sie dann wirklich richtig zur Sache geht. Auf jeden Fall, Kies besorgen muss ich keinen mehr, den haben wir jetzt wieder ordentlich. Das wird ja alles dann in Butanga umgewandelt. Ne? Boah, eben gerade habe ich vollkommen meine Perspektive verloren. Ich dachte gerade, ich stehe auf dem Kopf. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ja, Leute. Es wird Zeit, dass hier mehr Platz für euch besteht. Und herrscht. Es wird Zeit, dass dieser komische Block hier wegkommt. Auch wenn er natürlich schön für die Landschaft war, aber ihr habt ja überall keinen Platz mehr, das geht gar nicht. Ich werde wahrscheinlich in jede Etage dieses Wohnblocks dann auch noch hier so Beete einbauen, damit ihr da alle was zu essen habt und so. Eine Selbstversorgungs-Community machen könnt. Oh. Nehmen wir auch nochmal Steine weg, die kann ich für das Gerüst gut gebrauchen. Das ganze Haus bekommt so ein Außenskelett. Damit fange ich sicherlich auch schon mal an. Um so ein bisschen abzustecken, wo das dann lang führt. Ich denke mal, das machen wir wirklich hier bis zur Kante. Dass wir dann sagen, ungefähr ab hier. Von der Breite her sagten wir ja, dann bis hier. Oder gehen wir ein Stück breiter sogar mit dem Ding. Wir gehen erstmal ins Bett und überlegen uns das bei der nächsten Folge. Macht's gut, tschüss!